In diesem Video geht es darum, wie du deinen Hüftbeuger richtig dehnst. Genauer gesagt sind es eigentlich vier Hüftbeuger. Einmal der Rectus Femoris, der hier so gerade verläuft, zwei tiefliegende Hüftbeuger, der Psoas und der Iliacus und dann nochmal so ein seitlicher, ja eigentlich ein synergistischer Hüftbeuger, der TFL. TFL steht für Tensor Fascia Latae. Und diese vier Hüftbeuger werden häufig zusammengefasst. Häufig ist allerdings nur ein einziger von diesen Hüftbeugern tatsächlich zu steif. Ich zeige dir jetzt ganz zu Beginn erstmal, wie du das überhaupt testest, welcher Hüftbeuger steif ist. Weil je nachdem, welcher Hüftbeuger steif ist und kurz, solltest du die Übung anders gestalten. Und hier geht's zum Test. Ich habe hier mal so eine Box platziert, du kannst zu Hause auch eine Liege nehmen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du, wenn du dich hier auf den Rücken hinlegst, deine Beine von etwas runterbaumeln können. Setz dich dann mit den Sitzbeinhöckern auf den äußersten Rand dieser Box, sodass wirklich sichergestellt ist, dass deine Beine hier im Überhang sind. Dann ziehst du ein Bein hier maximal zum Körper ran und entspannst jetzt den Kopf auch ruhig ganz leicht. Ich bleibe jetzt mal hier im Bild, damit ich mit dir besser reden kann. Wichtig ist jetzt, was das freie Bein tut, wie es runterhängt. Du solltest es auf jeden Fall entspannt runterhängen lassen. Je nachdem, wie das Bein hängt, ob es zum Beispiel so noch auf Spannung ist, ob die Hüfte hier so leicht noch angewinkelt ist oder ob das Bein so nach außen dreht, das ist jetzt im Bild schlecht zu sehen, sagt dir das etwas über deine Beweglichkeit deiner Hüftbeuger. Normal ist zum Beispiel, dass deine Hüfte hier in diesem Bereich, ich zeige es dir mal von der anderen Seite, ungefähr 180 Grad hat. Das heißt, dass die Hüfte nicht so angewinkelt ist. Ich übertreibe jetzt mal, damit du es ein bisschen besser siehst, aber du bekommst auf jeden Fall eine Idee davon. Das heißt, dieser Winkel sollte möglichst aufgehen, locker sein. Ein weiterer Hüftbeuger ist, wie gesagt, der Rectus Femoris. Der geht jetzt hier so lang über zwei Gelenke, über das Kniegelenk und über die Hüfte. Das heißt, wenn dieser Muskel fest ist, sieht man das häufig in einem leicht gestreckten Knie, je nachdem, wie fest er ist. Und man kann das auch einfach mal, wenn du jetzt einen zweiten Tester zur Hand hast, der kann zum Beispiel auch die Spannung testen, indem man mal gegen das Schienbein hier unten drückt und schaut, wie viel elastische Energie da tatsächlich gespeichert ist. Bei mir ist der Unterschenkel jetzt nicht komplett senkrecht, sondern ich nehme mal an, so leicht angewinkelt. Ich würde jetzt mal so schätzen, wenn das 90 Grad sind, dann sind das so wahrscheinlich so 110, 120 Grad. Und das sagt etwas über die Spannung auf diesem Muskel aus. Und in der Tat, mein Rectus Femoris ist jetzt hier auch etwas fest. Der Rectus Femoris ist meiner Erfahrung nach tatsächlich auch der Hüftbeugermuskel, der bei den meisten Menschen kurz ist. Und deswegen ist es wichtig, bei der Dehnung dieses Muskels etwas Bestimmtes zu beachten. Das zeige ich dir jetzt. Der häufigste Fehler, den ich bei der Dehnung des Rectus Femoris sehe, ist, dass die Leute ganz häufig im Hohlkreuz sind. Wichtig ist nämlich zu verstehen, wenn du diesen zweigelenkigen Hüftbeugermuskel dehnen willst, ist es nicht in Ordnung, ins Hohlkreuz zu gehen, weil jetzt zieht sich dieser Muskel, der wahrscheinlich verkürzt ist, wenn du diese Dehnung regelmäßig machen sollst und diese Übung von deinem Trainer, von deinem Physiotherapeuten aufgetragen hast, ins Hohlkreuz. Das heißt, dieser Winkel ist gar nicht auf Spannung. Du dehnst den Muskel nicht effektiv. Stattdessen lässt du dich hier von diesem kurzen Muskel ins Hohlkreuz gehen, Hohlkreuz ziehen und kompensierst das Ganze mit einer sehr, sehr starken Vorlage. Was passiert dabei? Dieser Winkel öffnet sich auch noch weiter. Das heißt, im Grunde dehnst du den Muskel gar nicht so richtig. Du dehnst die tiefliegenden Hüftbeuger, den Iliopsoas, der zusammengenommen aus dem Psoas-Anteil und Iliacus-Anteil zusammengefasst wird. Und wenn du diesen Rectus Femoris-Muskel jetzt wirklich dehnen willst, der eigentlich ein Kniestrecker ist, aber auch ein Hüftbeuger, dann musst du als allererstes den Po-Muskel anspannen, dass du seinen Ursprung, der in dieser Region liegt, auf Spannung bringst und dass der Ursprung hochwandert. Und wenn du jetzt tatsächlich einen steifen oder einen kurzen Rectus Femoris hast, dann fühlst du die Dehnung sofort. Das heißt, dieser Bereich hier wird sofort ziemlich fest und stramm. Und eigentlich musst du nichts weiteres mehr tun.
ganz, ganz wenige Menschen brauchen tatsächlich diese Couch-Stretch-Dehnung, die von Kelly Starrett auch sehr propagiert wird und eigentlich erst berühmt wurde. Die Couch-Stretch-Dehnung, falls jemand das von euch nicht kennt, das ist die besagte Couch-Stretch-Dehnung, die du auch an einer Couch machen kannst, einer Couch-Lehne. Das heißt, du positionierst den Unterschenkel mit dem Fußspann an der Couch-Lehne, sodass du dann diese Seite hier, die Oberschenkel-Vorderseite, extrem auf Spannung bringst. Und jetzt ist es so, das siehst du bei mir ganz deutlich, ich bin im Hohlkreuz, weil mein Rectus Femoris mich ins Hohlkreuz zieht. Der Ursprung des Rectus Femoris ist hier und da der Kniewinkel jetzt sehr klein ist, nochmal zur Erinnerung im Vergleich in der Testsituation eben gerade, war mein Kniewinkel bei gestreckter Hüfte ungefähr so, als mein Bein da so runterhing. Und wenn ich jetzt am Rectus Femoris Ansatz ziehe, führt das dazu, wenn der Muskel kurz ist, und bei mir hat er halt nicht diese mega bewegliche Länge, mega große Länge, dass der Ursprung hier nach unten gezogen wird, ich jetzt hier ins Hohlkreuz gestaucht werde. Ich kann es natürlich ein wenig mit dem Po gegensteuern, mit dem Po um Bauch, komme aber nicht so richtig weit. Nicht so richtig weit wie im Vergleich hier in der normalen Dehnposition, wo ich jetzt wirklich primär den Rectus Femoris dehne und jetzt in der Lage bin, den Po und Bauch sehr weit anzuspannen und das Becken sehr weit nach hinten zu drehen, über die neutrale Position hinaus. Deswegen sage ich, dass keine Person den Couch Stretch braucht, wenn der Rectus Femoris der verkürzte Muskel ist, weil man eigentlich immer nur in einer Hohlkreuztendenz dehnt. Und Menschen, die hier nicht in einer Hohlkreuztendenz sind, die haben schon einen sehr beweglichen Rectus Femoris. Eine normale Rectus Femoris Länge ist vorhanden, besteht, wenn in der Testsituation, die du gerade gesehen hast, das Bein, der Unterschenkel, ungefähr 90 Grad senkrecht runterhängt. Dann ist dieser Muskel hier, der Rectus Femoris, normal lang und ich habe eine physiologische Top-Situation, in der ich sehr belastbar bin. Zu loose und ausgeleiert willst du es auch nicht haben, weil dann hast du andere Probleme. Dann hat der Muskel keine Kraft, keine Spannung und kann dementsprechend in athletischen Situationen nicht seine Readiness unter Beweis stellen.